Wir sind wieder an einem der besten Logenplätze überhaupt. Heute am 24. April 2020 in Zeiten wie diesen. Jetzt Zeitposition nennt man das ja. Weil nur jetzt, genau nur jetzt passiert es hier am Meer. Café Meerestheater. Also heute sitzen wir, by the way, in der Loge, wirklich in der Loge. Und da gibt es am Meerestheater eine Lichtspielaufführung mit einem super coolen Lichtdesign, das sich aber erst wieder ein bisschen verändert hat. Genau. Und gerade haben wir noch gesprochen über den Zorn, der die eigenen Schiffe anzündet. Haben noch die Atemfreifahrt um die Welt geschickt, innerhalb von einem Klick, innerhalb von nicht einmal einer Sekunde war die also dann schon in Wien, hier von Ur hin. Und was haben wir heute schon noch alles gemacht? Was haben wir heute alles gemacht schon? So viele Dinge. Claudia hat sich heute schon Buñuel, den andalusischen Hund, angeschaut und Tarkowski, Interviews. Genau, Ratschläge für die Jugend. Zu lernen, alleine zu sein. Und nicht in der aggressiven Hoffnungslosigkeit sich verspielen. Sehr schöne Ratschläge. Fand ich ja vor allem auch interessant, wie er das auch gesagt hat. Ne? Da lehnt er oder liegt er so halb auf so einem dicken Ast in einem Baum. Das fand ich ganz interessant. Der hätte jetzt einfach auch irgendwo sitzen können, so, ne? wie so ein Fernsehansager. Die Frage ist natürlich, bis zu welcher Altersklasse kann man das schon mal anbringen? Denn so dieses Widerspenstige und Ungestüme ist natürlich erstmal Teil des jugendlichen Eifers. Ne? Da jetzt zu sagen, die Kleinen sollen ruhig sitzen bleiben, ist immer ein bisschen so eine Gratwanderung, bis wohin geht es. Ne? Ja, dass Kinder auch lernen, dass das Alleine sein gesund ist. Da kommt es erst im Reifeprozess. Vielleicht ist es aber auch eine Erziehungssache. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, aber so manchmal mit Kindern, bei diesen Projekten sogar sowas, ich habe das mal genannt Quiet Time. Ja? Also ich habe das Experiment gemacht, sogar mit Primary School Kids. Das war ganz erstaunlich. Dann war so die Aufgabe, war die quasi Augen zu schließen, sich hinzusetzen und dann eine Minute quasi zu erfüllen. Und wenn man das Gefühl hat, die Minute ist vorbei, die Augen wieder zu öffnen. Und natürlich nicht auf die Uhr zu schauen oder zu zählen, wann ist eine Minute vorbei. Und es war ganz erstaunlich, wie da bei diesem kleinen Experiment, bei diesem kleinen Spiel auf einmal wirklich so alle saßen. Und dann halt für eine gewisse Zeit und dann irgendwann auf einmal wieder, ja, dann, wenn sie das Gefühl hatten, die Minute war vorbei, die Augen geöffnet haben. Und was ganz spannend war, danach klang das Echo von dieser eine Minute, von diesem Spiel, diesem Experiment, dass die dann total gechillt waren und für eine Zeit lang ganz ruhig waren, aber auch wach waren dabei. Also nicht jetzt ruhig und eingeschläfert so, das ist ja was anderes, sondern die waren fokussiert auf ganz natürliche Weise, ohne dass man jetzt sagt, jetzt sollen sie fokussieren. Ne? Und das hat, also was ich spannend fand, dass das eben möglich ist. Natürlich dann irgendwann waren die natürlich wieder voll auf ihrem Energielevel und dann zack ging es wieder ab und die, wie sie halt dann auch sind, so Bouncing Ball, was ja auch vollkommen natürlich ist in dem Alter. Also beides ist möglich. Aber wie du sagst, da ist es wirklich, wie man da die Tür für sie aufmacht, also oder Erziehungssache. Ne? Also ich kann mich erinnern, vor Jahren in Deutschland in der Tai Chi Schule haben wir Kurse gehabt für Kinder. Da war es relativ schwierig, aber auch sehr interessant, wie bringt man das den Kindern rüber? Definitiv didaktisch nicht wie bei Erwachsenen zu sagen, diese und jene Übung machen wir. Und dann war das natürlich im spielerischen Kontext. Und dann sah das eben so aus, dass ich dann auch gewisse Bilder
quasi den Kindern gegeben habe, ne, so, die ja auch tatsächlich dann im Tai Chi auch vorkommen, so mit Qigong und so, ja, und das war dann schon mal spannend. Und dann aus der Situation konnte man natürlich dann sehr gut über die Fantasie der Kinder sagen, okay, Tiger schleicht sich an und gehen wir runter in die Hocke und machen diese und jene Bewegungen und dann sehen wir da hinten die Antilope. Und jetzt müssen wir ganz ruhig bleiben, damit die uns nicht erkennt. Ja, und dann dadurch haben die erst erfahren, was es bedeutet, ruhig zu sein und sich zu konzentrieren. Ja, da haben die wirklich gemerkt, so, ah ja, als Tiger kann ich jetzt nicht Mords Lärm machen und rumtoben, weil dann haut die Antilope ja ab. Ne? Und es war interessant und dann zu sehen, dass es auch sofort funktioniert. Ne? Dass die Kinder über so eine Geschichte, so eine bildhafte Dschungelgeschichte quasi auch sofort die Tiefe und die Qualität der Ruhe erkennen. Wenn du denen jetzt irgendwas erzählt hättest, was nicht unmittelbar spielerisch umzusetzen ist, dann kommt es noch lange nicht an, so dieses Verstehen, so ein nüchternes Verstehen. So. Wir brauchen diese Bilder und ich finde, wir brauchen alle eigentlich diese Bilder, um die Tiefen eigentlich zu erfahren.